Hey alle miteinander! Aus der Leipziger Buchmesse wurde ja dieses Jahr nichts. Das bedeutet aber nicht, dass es keine neuen Bücher zu entdecken gibt. Wir stellen euch hier ein paar Neuerscheinungen schwedischer Autorinnen und Autoren vor, die wir ansonsten in Leipzig vorgestellt hätten. Und ich hoffe, es macht euch Spaß. Mein Name ist Grit Thunemann. Ich arbeite als Kulturreferentin hier an der schwedischen Botschaft in Berlin. Feuerland heißt das neue Buch, der neue Thriller des schwedischen Autors Pascal Engman. Hier haben wir es, erschienen bei Klett Cotta in einer Übersetzung von Nike Karin Müller. Pascal Engman ist eigentlich Journalist, schreibender Journalist, hat für mehrere schwedische Tageszeitungen geschrieben, zuletzt für Expressen. Bevor er begann, sich ganz der literarischen Erschaffung krimineller Machenschaften und zugleich ihre Aufklärung zu widmen. Sein erster Thriller, sein Debüt, Der Patriot, wurde in Schweden sofort zum Bestseller, ist auch auf Deutsch erschienen. Und jetzt haben wir also hier mit Feuerland den ersten Band einer geplanten Thriller-Serie um die Kriminalkommissarin Vanessa Frank. Wer das Buch auf Schwedisch lesen möchte, es heißt Älslandet und ist bei Pirat Förlaget erschienen. Vanessa Frank ist Kriminalkommissarin und Leiterin einer Sondereinheit. Sie ist allerdings auch gleichzeitig gerade vom Dienst suspendiert, wegen Trunkenheit am Steuer, und das ist nicht ihr einziges Problem. Aber sie stürzt sich trotzdem in neue Ermittlungen. In Stockholm wird ein sehr luxuriöser Uhrenladen überfallen und gleichzeitig werden dort keine Uhren entwendet, sondern etwas ganz anderes. Etwas später verschwinden zwei reiche Geschäftsleute, die gegen hohe Lösegeldzahlungen wieder freigelassen werden. Zuerst lässt sich auch keine Verbindung zwischen diesen Fällen erkennen, aber dann entpuppt sich das Ganze als sehr brisanter Fall, der Vanessa Frank bei ihren Ermittlungen bis hin nach Südamerika führt, in eine deutsche Kolonie, Colonia Rhein in Chile, in der illegale Organtransplantationen vorgenommen werden. Und nun stellt sich die Frage, ob sie alleine ein ganzes Netzwerk des internationalen Verbrechens zu Fall bringen kann. Mehr möchte ich an dieser Stelle nicht verraten. Allerdings, es soll ja eine ganze Serie um diese Kriminalkommissarin sein. Also denke ich mal, gehen wir richtig in der Annahme, dass sie diesen ersten Fall zumindest überlebt. Ein sehr gut geschriebenes Buch, meiner Meinung nach eine sehr schöne Sprache. Pascal Engman zählt zu den schwedischen Autorinnen und Autoren, die sich der internationalen Kriminalität widmen in einer immer stärker globalisierten Welt, wie wir sie ja haben. Er schreibt in einem guten Tempo und er schreibt auch aus verschiedenen Perspektiven, wodurch wir einen guten Gesamteinblick in die Handlung bekommen. Ich kann es wirklich nur empfehlen, lest den ersten Band, freut euch auf den zweiten, es ist es absolut wert. Pascal Engman, Feuerland. Ich weiß nicht, ob es diplomatisch eigentlich korrekt ist, hier zu empfehlen, sich auf mehr Kriminalität zu freuen, aber ich denke, es ist literarische Qualität, es ist literarische Kriminalität und das passt schon, oder? Buchstabenkamikaze sozusagen.